Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Dead Island mit dem Sora und mir. Hey. Und... Hallo. Achso, ich soll fahren. Ah, ich verstehe. Ja, hab ich ja gesagt, du sollst fahren. Hast du? Ja gut. Wo müssen wir hin? Hast du irgendwas ausgewählt? Ich bin nämlich eben einfach... Ja, hab ich. Du müsstest auch was ausgewählt haben. Ja, also irgendwo muss ich hinfahren. Warte mal, langsam. So. So, du kannst ältere Hinweise im Menü extra abrufen. Aha. Das kann bei mir auch gut. Kommt ein bisschen früh, ne? Für so 3 Spielstunden schon. Warte, man muss ja langsam und gemütlich fahren, so spät am Abend. Ich hab's gemerkt. Hab ich jemanden angefahren? Gibt's denn hier keine andere Sicht außer die Cockpit-Sicht? Fuck. Warte mal, Auge juckt. So, huckelt ein bisschen. Sitzt er überhaupt noch drinne? Ja. Ja, ich hab Pizza gegessen. So. Pizza, jetzt um 4.30 Uhr fast. Ja. Wer hatte heute Pizza heute Mittag, beziehungsweise gestern Mittag, und da war noch ein Stück übrig von meiner Schwester und das habe ich jetzt genommen und in die Mikrowelle gesteckt. So. Schauer. Oh. Wir haben gerade den Moment mit Conker fertig aufgenommen und haben jetzt 4.30 Uhr. Ja, wir haben so 4,5 Stunden fast Command & Conquer aufgenommen, ja. Aber ich glaube, der Party wird ja eh früher kommen. Nee. Nicht? Nein. Ach nee, du hast ja noch nicht mit Dead Island hochgeladen, ne? Ich wollte heute den ersten Part hochladen bei meiner Schwester, aber bei ihr hing sich andauernd Chrome auf. Ich weiß nicht, das war das erste Mal, dass sich der Browser dreimal aufgehangen hat. Da habe ich mir gesagt, okay, leck mich am Arsch, mach ich morgen. Warte mal, ich bin falsch abgebogen. Und, ansonsten hätte ich heute auch schon den ersten Part, zumindest hochgeladen und in Beschreibung, Thumbnail, den ganzen Müll, hätte ich dann auch schon bald freigeschalten, also nicht. Ich weiß nicht, warte mal, wir haben da auch schon so 10, 12 Parts oder so. Und wenn ich das so einstelle, warte, ich fahre irgendwie falsch die ganze Zeit. Und wenn ich eigentlich, ich mach's ja so, dass es irgendwie alle 2 Tage kommt und so. Und ich denke mal, dass Command & Conquer da früher fertig wäre. Denke ich mal rein, theoretisch. Keine Ahnung. Ist ja auch egal jetzt. Ist ja egal, ja. So. Noch. Ich guck morgen, wie das aussieht beim Medienmarkt und so, weil ich ja auch wieder anfangen will. Mit? War halt richtig. Ja, mit Let's Plays und sowas. Ach, wir müssen aussteigen. Also, ich will halt richtig Kohle machen, ne? Nur wegen Kohle. Hab ja heute schon gesprochen, ich habe es nur gemacht, weil ich Kohle machen wollte. Ja. Ich bin schon 18, deswegen mache ich das nur alles zum Kohle machen. Ja, eignet sich YouTube nur mal perfekt, ne? Weißt du? Ist ja sowieso der Ruf. Eine Menge an Abos. Du, Abos haben eigentlich damit rein gar nichts zu tun. Es hat was mit den Videos zu tun, mit Leuten, die Adblocker nutzen oder nicht. Und welche, die halt keinen Adblocker nutzen und vielleicht auch auf die Werbung klicken. Das gibt nämlich auch ein bisschen extra. Aber mehr sollte ich dazu auch nicht unbedingt erzählen. Darfst du ja auch nicht. Ich darf nicht erzählen, wie viel ich kriege. Ja, aber das ist ja auch nicht so sehr viel sagen. Das Thema Geld jetzt mal halt. Dürfen und machen ist wieder eine andere Welt, ne? Ne, gegen den Schläger habe ich jetzt keine Lust. Ich gehe auch gerade einfach rein zu rennen, wenn ich jetzt auch einfach mache. Ah ne, wir müssen das aufheben, okay. Ja, schön, dann mach mal. Wenn ich hier versuche gerade mit so einem Typen, ja. Ja, wir Schnitzel. Müssen töten. Ah ne, hier. Ne, hä? Oh Gott, jetzt bin ich fast tot. Ich dachte, so ein Tritt vom Schläger kann... Wenn ich trete, kann ich nicht unterbrochen werden. Er hat mir vor allem gegeben. So ein Arschloch. Jetzt habe ich $120 verloren. Ach, ich will ins Hotel, ich will ins Hotel. Kann ich ins Hotel? Du musst herkommen, komm her! Komm schon her! Ich bin. Du musst da. Ich. Oh Gott. Ich bin da, immer mit der Ruhe sogar. Immer mit der Ruhe, nicht hyperventilieren. Ich hatte jetzt ganz so keinen Bock zu sterben. Da meinst ich? Na gut, ich bin gestorben schon. So, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Geldgeil und YouTube und alles, hat wie gesagt nichts mit Abos zu tun. Wenn du zum Beispiel 3 Abonnenten hast, aber ein Video, was 10.000 Aufrufe hat, damit habe ich auch heute mit, ich schicke dir nachher, ich will jetzt ja eigentlich gar nicht weiter drüber reden, bevor irgendwelche Gerüchte noch entstehen, aber, ich habe vorhin mit André mal drüber geredet, was zu essen, über das Thema YouTube und eben Geld, ne? Kam ja mal dieses Zeug, Geldgeil. Also, dass man von YouTube geldgeil wird, ne?
Richtig? Habe ich mir überlegt. Leute von damals, die das gesagt haben, ne? Sind doch total bescheuert, weil wenn die die Chance hätten, wenn die jetzt zum Beispiel angeboten bekommen würden, wenn du ab heute jeden Tag YouTube-Videos machst, spendiere ich 1000 Abonnenten und du bekommst so und so viel Geld. Ja, das ist wie gesagt normal, Das ne? macht jeder. Jeder, der Geld angeboten bekommt, Ich das weiß, gibt. sagen wir es mal anders. Man kann ja von YouTube ja schon richtig leben. Das ist ja schon ein richtiger Beruf, kann man sagen, ne? Oder kann man nicht sagen, ist es ja eigentlich schon. Wer weiß, Richtig. Commander Krieger vor allem. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, wie findest du deinen Job? Und der sagt so, ja, okay. Jeder findet ja eigentlich seinen Job okay. Man macht ja seinen Job, um Spaß zu haben und Geld zu Geld zu verdienen. verdienen, eigentlich nur Geld Und verdienen. ja, eigentlich auch Spaß. Es soll ja jetzt nicht jeden Tag sein, wieder zur Arbeit. Du sollst ja zur Arbeit gehen und sagen können, okay, machen wir das heute. Und dann kann ich um der Uhrzeit gehen. Oder vielleicht ist es heute mal chilliger. Vielleicht lässt mir mein Chef früher gehen. Oder vielleicht, wenn ich mich heute beeile, kann ich früher gehen. Oder mein Chef ist so ein chilliger. Bla bla bla. Gibt es ja tausende Möglichkeiten. Aber Beruf soll ja schon. Also hauptsächlich sollte er ja schon Spaß machen. Wenn er nicht Spaß macht, zum Schwachsinn. Ja, aber es gibt halt, Ja, ne? klar, es gibt immer so und so Arbeiten. Endlich. Aber jedenfalls, wenn jetzt halt jemand kommen würde und sagen würde, du kriegst die Ausbildung ab, sorg dir dies und das an Abonnenten, dass du so viel Geld mit YouTube verdienst, dass du davon leben kannst. Wer würde das nicht machen? Jeden Tag ein Video hochladen, nimmst dir ein Wochenende frei. Ja, okay, was heißt frei? Machst halt am Wochenende nichts mit deinen Freunden oder so. Sagst halt, entweder ihr macht mit mir halt irgendwie was aufnahmemäßig oder so persönlich treffen, machen wir dann halt nicht, ne? Dann machst du mit denen halt was, ein paar Videos am Wochenende, so wie wir jetzt eben. Hast du ein paar Parts und kannst mal ein paar Tage lang nichts machen. Das ist richtig, oder du nutzt halt in der Woche halt den Abend ein bisschen zum Aufnehmen und Rendern und Schneiden und Ja, Dingens. du kannst ja morgens trotzdem noch ab und zu mal wohin gehen zum Arbeitsamt und dann mal fragen, ob du vielleicht irgendwo mal ein Praktikum zum Beispiel machen kannst. Ja, warum nicht? Also ich kann mir das sogar mal gut vorstellen, wenn ich jetzt von YouTube leben würde, ab und zu mal zu so Firmen gehen, wo ich zum Beispiel mal immer hin wollte, um einfach zu wissen, was die machen oder so. Ich finde das manchmal echt interessant. Also wenn Okay. es halt wirklich was Interessantes ist, jetzt nicht so Stuhlfabrik. Aber Eine was so für Fabrik? Stuhlfabrik gibt es bei uns eigentlich Stuhl, immer ach so. verschiedene Sessel und Stühle herstellen. Aber ich, oh Gott, ich meine jetzt so Elektriker oder Elektroniker wäre vielleicht jetzt noch interessant, was der so macht. Halt weiß oder wie heißt denn das? IT-Typ, die wo PCs herstellen. Da mal so Praktikum reinschnuppern. Wäre doch nicht schlecht, oder? Das stimmt, ja. Wäre eine Idee, ja, natürlich, aber. Muss ja nicht heißen, dass du von dem Praktikum kein Geld bekommst. Ja, natürlich, hast ja recht. Ich weiß nicht, also, wenn ich jetzt wirklich stur von YouTube leben könnte, ich wäre. Was du nicht tust? Ich sagte, Spontan? wenn ich könnte. Ja, nee, nicht das. Ich weiß auch nicht. Ich muss so Ich idiotenmäßig meine, es ist ja denken. sowieso wichtig, dass ich irgendwie eine Ausbildung habe. Also Ausbildung würde ich immer machen, weil wenn vielleicht irgendwann mal was mit YouTube ist, das kann man ja nie. Oh, scheiße, ich bin tot. Das kann man ja nicht wissen, denn eine Ausbildung so eine zweite Wahl und du kannst dann sagen, bei der Firma, ich habe eine Ausbildung und habe halt in der Zeit das gemacht. Das kommt jetzt vielleicht in dem ersten Moment nicht so gut, aber wenn du halt wirklich gut arbeitest, kannst du ja da Probe arbeiten bei der Firma, dann nennen die dich auch bestimmt. Also Ausbildung ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, das schon, aber Egal, wie viele Abonnenten man hat. ja, aber wie gesagt, ich würde sagen, könnte ich davon leben, ich wär zu faul, um irgendwo noch ein Praktikum zu machen. Weil ich lebe, Irgendwann schon, ja klar. ich meine, okay, das reicht für mich, mehr muss ich nicht machen. So ist Wenn halt ich ehrlich irgendwie. bin, ich wäre glaube ich glücklicher, wenn das so wäre. Was, wenn du noch ein Praktikum machen würdest? Oh, ich sterbe Nein, gleich. wenn ich jetzt, sag ich jetzt mal teils leben würde, wäre ich, glaube ich, glücklicher. Weil ich bin einfach nicht so ein Typ, der halt einfach früh aufsteht und arbeitet.
Ich würde jetzt vielleicht sagen, ich würde halt früher aufstehen für die Videos, ne? Das würde ich denn, das ist ja was, was ich machen muss. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich ja verkackt, ne? Das ist so was anderes, aber ich würde halt sagen, doch schon, ich glaube, ich werde so, ja, weil einfach für mich einfacher wäre, weil ich halt Arbeitertyp bin. Weil der halt hart arbeitet, so Bauarbeit und sowas, bin ich einfach, kann ich einfach nicht. Und, Erzähl weiter. okay, YouTube ist ja jetzt nicht unbedingt faul, das kann man jetzt nicht sagen. Nein, um Gottes Ist echt Willen. nicht faul. Ich habe sogar aufgehört, weil es mir zu viel wurde, muss ich sagen. Ich hab ja mal gemacht, dann habe ich aufgehört, dann habe ich hier wieder angefangen, habe ich wieder aufgehört. Ich habe immer gesagt, habe, mach ich jetzt doch. Und dann dachte ich mir, mach ich doch nicht. Und dann dachte ich doch wieder, ah, doch. Und so Ich komme jetzt weiter. erstmal zu dir. Ja, es ist, wie gesagt, ich habe das ja jetzt schon Du bist nicht faul, es ist anstrengend. 2,5 Jahre als festes Hobby. Und ich mache das immer noch gerne. Wie gesagt, es ist ja jetzt nicht so, dass ich wirklich täglich da sitze und aufnehme, sondern halt, ich habe Phasen, wo ich extrem viel aufnehme, wie jetzt zum Beispiel jetzt, ne? Also, das ist ja viel Vorrat. Und wenn ich das halt gerendert habe und geschnitten habe, der Rest jetzt halt, da kann ich mir die Eier schocken, da kann ich rausgehen, da kann Oh, ich. guck mal. Oh, gerade bist du Warte. mir. Es brennt. Ja, Oder das ist qualmt. ein Item, was ich gerade gekauft habe. Ja, lass weiterreden. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich. Jetzt bin ich raus. Mit Eier schaukeln. Ja, weil, wie gesagt, wenn man alles so, Anführungsstrichen, auf Vorrat aufgenommen hat, und Ja das klar, das ist Ganze, aber auf jeden Fall am einfachsten. ja, und dann halt alles sogar geschnitten hat, vielleicht auch schon hochgeladen hat, es gibt ja geplante Hochladefunktionen, Komm mal da kurz raus aus deinem Shop oder was du ne? gerade machst. Ich habe hier ein bisschen ein Problem. Bin aber gerade am Reparieren. Moment bitte noch. Ich kann dich schon gar nicht mehr angreifen, weil du im Weg stehst. Danke. Die Zombies haben dich total weggeschoben. Reparieren, upgraden. Ja, habe ich auch gerade zwei Waffen gemacht. Eben diese Fackel da. Ich habe sie getötet. Ist aber kannst du es mal. Du Scheiße. Willst du mich gerade Alter, ist das beleidigen? nervig. Ja, weil du verschwörst mir den Weg und ich komme da nicht durch. Das nervt mich gerade richtig. Ja, schieb mich doch Aber ich bin durch, schieb mich doch ruhig durch. durchs halbe Dingens. Ich habe mich ja schon halb. So, zurück. Warum schlage ich denn jetzt so? Ja gut. Auf Vorrat Teile. hochgeladen, bla 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 bla. Werde ich auch, glaube ich, am Anfang machen, wenn ich anfangen werde. Erstmal Vorrat machen. Ich glaube, Richtig, das ist eine und. sehr gute Idee. Und ich komme gerade nicht mehr drauf, weil irgendwas wollte ich dazu noch Wichtiges. Was heißt ein Wichtiges? Irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Ich hab's jetzt komplett verdrängt, weil du mich durch die Gegend geschoben hast, ich am Reparieren war. Waren die Zombies und ich wollte dich zurückschieben, damit ich durch kann. Naja, ist ja auch so halb so wild. Wie gesagt, ich mache das immer noch gerne. Wie gesagt, auch wenn es nicht unbedingt die Millionen Publikumstypen sind. Aber solange sich bestimmt, also einige Leute sowas anschauen und es auch welche gibt, die auch mal schreiben, ey, ich finde deine Videos cool. Bis zu dem sind es schon Halt das denn Änderungen. doch. Ja, das sowieso. Weil ich hatte zum Beispiel zu Weihnachten, habe ich mit, von, wie auch immer, mit meinem besten Kumpel und mir, wir hatten ja auch zum Beispiel Call of Duty Modern Aber ich bin Warfare. nicht dein bester Kumpel. Also, Real Life. Wir haben ja in Real Life nichts zu tun, weil wir uns ja in Real Life noch nicht kennen. Und so. Machen. Hey. Ja, auf jeden Fall haben wir zum Beispiel Dings gemacht, Call of Duty Modern Warfare, also 1, Dead Space 3 und New Super Mario Bros. Für Wii. Also zumindest haben wir zwei. Also wir haben ein paar Videos davon gemacht und sind die auch bei YouTube hochgeladen. Und da habe ich zum Beispiel auch ein Best-of gemacht und das habe ich mir da auch so ein, zwei, dreimal angeschaut und so, weil es ist wirklich eine schöne Erinnerung, weißt Ich habe irgendwo auf einem alten Kanal von mir, oh Leute, ich bin gestorben. Auf einem alten Kanal so von mir ein Video, wo ich mit meinem besten Freund Resident Evil 5 auf der PS3 damals aufgenommen habe.
Noel, Und das ne? gucke ich heute. Noel, genau. Und das gucke ich heute.